Hey Handball-Inspirator, ich bin Martin und ihr seid bei Handball Inspires. Mit mir zusammen auf Handball-Weltreise. Wir schauen jetzt Thorsten Toto Jansen und der Zweitligamannschaft des HSV Hamburg über die Schulter. Thorsten zeigt uns eine 3 gegen 2 plus 1 Situation auf beiden Seiten. Der Abwehrspieler im Zentrum darf auf beiden Seiten verteidigen und damit eine Gleichzahl auf der Ballseite herstellen. Dies ist eine klassische Übung zur Hinführung in 6 gegen 5 Überzahlspiel, da wir dort am Ende ja auch eine 3 gegen 2 oder 2 gegen 1 Situation kreieren wollen. Ihr könnt das sehr gut in meinem Taktikvideo zur Überzahl der Norweger und den Entscheidungen von Sander Sargosen erkennen. Nun möchten wir aber besonders auf die Korrekturen und Hinweise von Thorsten achten. Habt ihr Fragen zu der Übung? Dann lasst uns gerne in den Kommentaren diese klären. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Links außen. Korrekt. 3 gegen 3, lange gefährlich bleiben. Parallelpass rüber. Haben wir kurz 3 gegen 2. Lösen. Bitte? Wir dürfen nicht zum diagonalen Kreis, oder? Nee. Ja, das ist eben. Das ist die Krux an der Sache. Wäre schon nett, wenn einer den Ball nimmt, ich habe aber beide in der Hand haben. So, komm! Ihr dürft euch bis 9 Meter zeigen. Ja, gut so. Komm, gefährlich, gefährlich! Ja, weiter. Schöne Laufarbeit, Lukas, gut. Nein. Jetzt im Moment, nein, jetzt noch nicht. Du darfst dich zeigen hier, du darfst ihm schon. Bitte? Ja. Wir machen jetzt nicht hier den Ball abfangen. Ah, gut. Jawohl, 3 gegen 3 gelöst, warum nicht? Na gut. Ja, richtig, Forsti, wenn keiner kommt, ruf. Bringt den hinten mit in Bewegung. Komm, gefährlich. Versuch's noch länger zu warten, noch gefährlicher zu sein, damit der hinten Mitte so lange wie möglich bei dir bleibt. Ha? Ja, komm, weiter. Komm, nochmal zurück, komm! Jawoll! Ja, nochmal zurück, jawoll! Ruhepelle! Da ist natürlich relativ nah rangelegt. Wenn dann weiter in den Raum, aber sonst ist gut. Jawohl! Gut! Gut so! Hier für den Angriff, je häufiger ihr es schafft, den Ball mal wieder rüber zu spielen,
desto höher werden eure Chancen, dass ihr ein 3 gegen 2 für längeren Zeitraum habt. So, ihr braucht noch 2 Tore. Wir spielen direkt wieder zurück. Null. Wir haben gesagt, ich wollte, dass das 20 Minuten fertig ist. Wir haben 15 Minuten, ne? Ja. Weil die wollen Licht ausmachen. Ja. Ja. Normalerweise geht das nicht. Sagt. Okay. Oh ja. Eins. Ja, schöner Wurf, aber... Komm doch mal rüber! Ah, schön! Oh, jetzt ist Coco auch da. Werft ihn beim Aufwärmen doch schon mal auf die Mappe, dann ist er auch bereit. Gut, gut, gut. Gut so. Kurz trinken, Kreisläufer wechseln. Ich dachte erst, wenn dein Sohn so weit ist, das. Jungs, wir haben jetzt hier die Situation, die wir auch häufig im Spiel haben werden, dass wir mal im Rechtshänder Rückraum rechts spielen. Ja, nutzt das fürs Weiterspielen nach außen. Für den Pass mit der linken Hand rein, wenn ihr zur Hand geht, zum Kreis. Jeden Pass, den wir häufiger rüberbekommen, ist für uns als Angriff besser. Ja, das ist wie unser Spiel auch. Wir wollen diszipliniert spielen und mit viel Geduld, mit der nötigen Geduld zumindest. Auf! Ja, und Rückpass, jawohl! Und Pelle länger! Was sagst du? Wenn er mittig geht, dann hat er bestimmt eine Entscheidung früher. Wenn er zu weit ist, dann ist er schlecht. Na, Coco, du bist schon mal dran. Gut. Ja. Hier, du musst den ja machen. Gut gespielt. Pfui. Wunderbar, jawohl. Ja, das ist okay, den können wir nehmen. Ja, war faul, gut so. Ja, gut mit den Armen, Fossi. Aber knapp. Schön, gute Bewegung, Lukas. Komm, Angriff muss noch 2 Tore machen. Komm mal, Abwehr, auf. Komm, rum. Gut. Gut so.
Gut, Clay, gut. Ja, passt, Becky. Schön. Ja. Na, schön, aus dem Handgelenk raus. Eins. Kreuzpass, jawohl. Und nochmal. Gut, nach vorne angetäuscht gesehen, er ist nicht gefährlich. Wieder fallen lassen, gut so, Forsti. Jawohl, nochmal. Thorsten hat es vermehrt angesprochen. Ihm ist wichtig zu verstehen, wie Pässe von Halb zu Halb den Abwehrspieler in die Bewegung bringen. Dadurch können längere Überzahlsituationen kreiert werden. Wir könnten dies für jüngere Spieler zum Beispiel dadurch unterstützen, dass der Abwehrspieler im Zentrum jedes Mal einmal um die Puppe laufen muss und dann erst auf der anderen Seite verteidigen darf. Dadurch verlängern wir das Fenster in der Überzahl und machen es unserem Angriff deutlich einfacher. Entscheidend ist natürlich die Position der Kreisläufer, welche ihr an euer Überzahlkonzept anpassen solltet. Welche Ideen würdet ihr noch in die Übung einbringen wollen? Lasst uns dazu gerne in den Kommentaren austauschen, denn Handball inspiriert.